Ja, hallo, ich bin der Alexander Benz von Manre Medien und arbeite hier als Kundenberater. Ich möchte Ihnen heute ein Thema vorstellen, was genau diese Frage beantwortet: Wonach suchen meine Kunden? Wenn Sie sich vor Augen halten, Google ist die größte Suchmaschine, muss immerhin ca. 100.000 Suchanfragen je Minute verarbeiten und die Vorgehensweise der Nutzer in den meisten Fällen sich so gestaltet: Man gibt 1 bis 3 Suchbegriffe ein und bekommt dann dementsprechend eine Suchergebnisliste. Der Knackpunkt dabei ist, ca. 80% aller Klicks fallen auf der ersten Suchergebnisseite auf diese Top 5. Für Sie ist das der Ansatz zu sagen: Okay, da will ich hin, dort finden mich meine Kunden, dort muss ich mich mit einem Link auf meine Webseite platzieren. Nehmen Sie daher einfach mal das Google Keyword Tool und testen Sie Ihre Top 5 Begriffe. Suchen Sie über Google nach dem Keyword Tool, werden Sie schnell finden, und geben Sie dort in die Suchmaske Ihre 5 Begriffe ein. Google spuckt Ihnen in diesem Moment ein Suchvolumen aus zu diesen Top 5 Suchbegriffen und dabei werden Sie einige, wahrscheinlich auch Überraschungen erleben, ob das, was Sie als Schlüsselbegriff definiert haben, tatsächlich auch ein Suchvolumen darstellt. Zu jedem der angezeigten Suchbegriffe gibt Ihnen Google eine Anzeige von Suchvolumen. Wie viele Zugriffe, wie viele Suchanfragen werden tatsächlich in einem Zeitraum an Google gestellt zu diesem Schlüsselwort? Lassen Sie sich aber nicht täuschen. Nicht immer bedeutet ein hohes Suchvolumen auch ein hohes Umsatzvolumen. Nehmen wir zum Beispiel ein Hotel in Hamburg, was auch Tagungsmöglichkeiten anbietet. Allein auf die 2 Schlüsselbegriffe Hotel und Hamburg optimiert, verspricht Google ein unwahrscheinlich hohes Suchvolumen. Das zu erwartende Umsatzvolumen dagegen ist wahrscheinlich eher gering. Optimiert auf Tagungshotel und Hamburg, auf diese 2 Schlüsselbegriffe, erscheint das Suchvolumen wahrscheinlich eher gering. Allerdings würde ein eher vermeintlich geringes Suchvolumen Tagungshotel und Hamburg sehr viel mehr Umsatz generieren. Das Google Keyword Tool ist eine gute Möglichkeit für Sie selber festzustellen, wonach suchen Ihre Kunden und wird überhaupt danach gesucht. Lassen Sie aber auch definitiv nicht die Alternativen außer Acht, die scheinbar mit geringeren Zahlen daherkommen, allerdings mit diesen geringeren Zahlen tatsächlich dennoch in der Lage sind, ein höheres Umsatzvolumen zu erzielen. Wenn Sie nach diesem Test des Google Keyword Tool Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir haben bei uns im Haus 3 zertifizierte Google-Spezialisten zu sitzen, die Ihnen genau zu diesen Fragen Rede und Antwort stehen können. Wir freuen uns auf Sie.